Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Jetzt etwas zwischen den Editionen. Wir haben hier die Holiday Gift Box von Games Island. Habe ich das wie immer bereitgestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und ja, ihr kriegt die Box auch noch bei denen im Shop im Moment. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, was das ist. Es ist ja eine riesige Box, muss man sagen. Und ich bin ja immer Fan davon, wenn Verpackungen zum Aufbewahren von Karten gedacht sind, à la Fatpak zum Beispiel. Und das ist in der Tat eine, ja, hier sagt man eine Storage Box, stand hier, glaube ich, hinten drauf. Also wir haben insgesamt hier die Box an sich, hat Platz für 2000 Karten, also könnt ihr eure Sammlung drin aufbewahren. Es sind auch noch Booster dabei, Karten, Trainer, Länder etc. Das zeige ich euch aber jetzt alles, was da tatsächlich genau drin ist. Also auf den ersten Blick gefällt mir die Box ziemlich gut. Ich habe sie mir auch kleiner vorgestellt, muss ich sagen. Bin überrascht, dass das Ding jetzt so groß geworden ist. Und ja, das Ganze in einem Pappschuber, also wie ein überdimensionales Fatpak, kann man eigentlich sagen. Und ich hoffe, dass ich auch hier komplett im... Ich tue den Pappschuber mal weg. Dass ich hier im Bild bleibe. Und ja, wir machen das Ganze jetzt mal auf. So, als allererstes kommen mir hier ein paar Sticker entgegen. Die Sticker, ich werde euch das mal nahe zeigen, sind später dafür da, die Kartentrenner zu bekleben. Also wenn ihr in der Box, je nachdem wie ihr eure Karten sortieren wollt, nach Gilden, hier sind auch schon die neuen Gilden des Gatecrash, der Gatecrash Edition mit drauf, könnt ihr das natürlich auch da sortieren, hier nach Seltenheit, nach Farbe oder ihr könnt sagen Weiß plus Legendary Creature. Hier alles mögliche an Mana-Symbolen, Editionssymbolen, haben wir auch alles mögliche drauf. Also ihr könnt das nach eurem Belieben frei gestalten. Ja, was will man eigentlich mehr? Und wir haben hier die Kartentrenner. Ja, die sind natürlich so perfekt eingeschweißt. Da haben wir doch eine Öffnung. So, die sehen auch eigentlich ganz geschmeidig aus, muss ich sagen. Oh ja, die sind auch wesentlich besser als die Trenner der Event-Decks. Das sind schön stabile... Ja, es ist dennoch Pappe, würde ich sagen. Sind aber leicht beschichtet, könnte auch Plastik sein. Sind hier schön mit schönen Artworks versehen. Ich zeige die jetzt auch nochmal vor der Kamera, wenn schon, denn schon. Mit schönen Artworks versehen sind das die Kartentrenner. Ich werde am Ende die Box auch mal hier mit Karten befüllen, damit ihr mal seht, wie das ungefähr nachher aussehen kann. So, weiter geht's. Hier ist noch ein Paket drin mit ein paar Karten. Also es ist nicht nur eine Aufbewahrungsbox, das wäre ja auch zu langweilig. Wir wollen ja auch hier jetzt im Unboxing-Video ein bisschen was haben. Wir haben hier ein Paket, da sind 20 Standardländer drin und ein Dragmangler aus der letzten Edition mit alternativem Artwork, was eigentlich ziemlich schön ist, wie ich finde. Das für 3 Mana, 3-3 Isle Scavenge 5. Coole Karte, dahinter sind 20 Standardländer, wie gesagt. Die zeige ich euch jetzt nicht, das ist ja nichts Besonderes. Und 4 Return to Ravnica Booster sind da noch mit drin in diesem Paket. Die werde ich jetzt natürlich auch noch hier vor der Kamera unboxen, so wie immer im gewohnten Stil. Und ganz am Ende, dann wird es einen kleinen Schnitt geben, zeige ich euch mal, wenn ich mit meinen eigenen Karten die Box ein bisschen befüllt habe, wie das ungefähr aussieht, wie man sich das vorstellen kann. Wir gucken uns aber als allererstes mal Booster Nummer 1 an. Vielleicht habe ich ja sogar Glück, da ist noch ein bisschen was drin. Planeswalker gehen natürlich immer, Shock Dual, es gibt so diverse Sachen. Ja, nachdem man eigentlich immer Ausschau hält. So, die Uncommons und Chaos Imps. Für 6 Mana, 6-5 fliegend Unleash. Ja, kriegen so lange Trampelschaden, wenn sie eine 1-1 Marke haben. Also für 6 Mana, 7-6 fliegend Trampelschaden. Nette Karte und noch ein Ooze Token. So, Booster Nummer 1. Gucken wir uns Booster Nummer 2 an. Geht los mit einem Dispel. So, Guildgate, Aquastid, Assassin's Strike, Raptors, Rage, Mud und White Beastmaster. Das ist eine coole Karte für Celestia Deck oder für Decks, die so ein bisschen Pump haben. Wenn ihr angreift, kriegen alle angreifenden Kreaturen oder jede andere angreifende Kreatur plus X, wobei X seine Stärke ist. Coole Karte, definitiv stark. Ich gehe jetzt auch nicht mehr allzu sehr auf die neuen Karten ein. Die Return to Ravnica Karten sollten ja mittlerweile definitiv bekannt sein. Deswegen werde ich die Booster jetzt in einem etwas schnelleren Rhythmus öffnen als sonst. Wir wollen uns ja am Ende auch noch die befüllte Storage Box oder Aufbewahrungsbox ansehen. So. Step Wound. So, Thought Flare. Sorry, it's Justica. Oh, und schön, noch ein Supreme Verdict. Das ist auf jeden Fall eine Super Rare.
Die sieht definitiv Play. Ja, das Mass Removal von Azorius, zerstöre alle Kreaturen, kann nicht gecountert werden. Das ist natürlich äußerst geschmeidig. Super Karte. Und das letzte Booster für dieses Unboxing mal wieder. So, Avenging Arrow, es geht los. So, Billows Lizard. Wir gehen mal relativ fix wieder durch die Commons. Die sind ja wirklich bekannt. Seek the Horizon, Left Sky Knight, Bazaar, Crobot und ja, ein Epic Experiment, noch eine Mystic in einer Holiday Giftbox abgegriffen. Also ihr seht, man hat durchaus auch eine Chance, gute Mystic Rares abzugreifen. Ja, Epic Experiment, eine schöne Karte für X, kann man die obersten X-Karten aufdecken und jede Spontan-Zaubertexerei-Karte spielen, die X oder weniger kostet. Schöne Karte für langsame Control-Decks, die wandert definitiv wieder in ein Commander-Deck bei mir. Wunderbar. Also, ihr seht, was ihr kriegt. Wir haben 4 Booster, die Storage Box, 20 Standardländer, der Dragmangler, Kartentrenner, haufenweise Sticker und das Ganze halt wunderbar in dieser Box verpackt. Und ja, jetzt werden wir mal einen Schnitt machen und ich guck mal, ob ich ein paar Karten bei mir finde, die ich mal da drin einsortieren kann. So, ich habe mal ein paar Karten einsortiert. Ich habe jetzt auch noch nicht die Kartentrenner hier beklebt, aber damit ihr mal seht, also es ist echt massig viel Platz drin. Ich habe jetzt für mich persönlich nur Karten einsortiert, die ich irgendwie noch beim Tauschen eventuell brauche, also so Lightning Bolts und Fiend Hunters, sowas halt. Ich habe das nur nach Farbe sortiert. Also bei mir ist das alles dann ganz simpel gehalten. Also ihr könnt das ja echt machen, wie ihr wollt. Hier sind noch irgendwo Foils drinne und also es ist echt eine super praktische Box, wie ich finde, wenn man sich da noch 5 Minuten dran setzt. Das habe ich jetzt hier in der kurzen Zeit jetzt nicht gemacht, kann man natürlich alles noch individualisieren, wie man das gerne sortiert, nach Kreaturen, nach Seltenheit etc. Und ja, wie gesagt, mir gefällt die Box auf jeden Fall mega gut. Ich finde, das war mein echt schönes Produkt. Diese Sachen, diese Sortierboxen, finde ich, sowas mangelt bei mir immer. Bei mir liegen die Sachen meistens in Schuhkartons und halt 2000 Karten schön sortiert hier so unterzubringen, finde ich ein äußerst gelungenes Produkt. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Games Island dafür, dass ich das hier vorstellen konnte. Könnt ihr ja mal im Shop besuchen. Alle Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.